So, wir sind angekommen in unserer neuen riesigen Welt. In der neuen Welt. Eine neue, große, große Insel haben wir hier aufgedeckt. Das ist die Manola. Alles schon ein bisschen so, die ersten Sachen schon mal hier gebaut im Blaupausenmodus. Ich würde eine Sache gerne korrigieren. Wir müssen noch ein Postamt setzen, unter anderem. Und wir müssen noch sorgen, ja, so ein paar Parkanlagen zwischendurch wären auch was Feines. Aber man kann die Gebäude ja nachher noch verschieben, das geht ja. Wir haben Schiffe hier, die können wir noch ausladen, können auch ein paar Waren rausladen. Ich habe ganz vergessen, die Aluminiumprofile mitzunehmen. Bereit für den Einsatz. Die haben wir, glaube ich, nirgendwo da, ne? Ja, die sollten unbedingt noch hin. Dann bauen wir mal ein bisschen um. Alles bereit. Hier unten geht es einmal runter mit den Brettern. Das ist unser Vorratsschiffchen. Und Schmauchi rast bitte einmal rüber. Dorthin, wo es noch reichlich Aluminiumprofile gibt. Wo gibt es denn viele? Wo haben wir die immer hergestellt? Anscheinend hier, in Perlenpuff. Da gibt es Unmengen. Das heißt einmal zum Kontor oder zum... Nicht zum Konto oder zum Lufthafen. Lufthafen geht, weiß ich gar nicht mehr genau. Wir fliegen einfach mal rüber zum Kontor. Wo war der hier? Ach, wie hübsch wir das hier ausgebaut haben. Sieht da sehr hübsch aus. Einmal hier hin. Höhenruder einstellen. Ja, mach das bitte, Schmauchi. Nein, und ich will langsam spielen. Schau mal, wie Schaut euch mal dieses irre Tempo von Schmauchi an. Das ist Wahnsinn. Das ist echt irrwitzig, irrwitzig schnell hier. Der wird einem ja schon schlecht beim Zuschauen. Man bekommt einen Zugwindschock hier. Unfassbar. Wahnsinn. Komm, wir fliegen einmal mit. Wir sind auch fast schon da. Wir rasen über diese Insel hinweg. Laden uns einmal Schmauchis Ball randvoll mit Aluminiumprofilen, denn wir wollen ja noch ein Postamt bauen. Schmauchi will fertig werden, ganz genau. Das ist die neue Insel, die wir eben aufgedeckt hatten. Da vorne kommen wir schon in unserer in Perlenpuff an. Langsam steigen wir runter. Oh Gott, die Abgase blasen mir ins Gesicht. Sehr unangenehm. Also die von der Grafik her, das Spiel ist echt Zucker. Echter absoluter Wahnsinn. Kürzlich gab es bei der GameStar einen Test der Anno 1800 Visionärsausgabe, also vom Endpaket, wo jetzt alles dabei ist. Es kommen zwar noch ein paar Kosmetik-DLCs raus, aber vom Gameplay her ist das Spiel ja fertig jetzt. Und das Spiel hat eine sagenhafte Wertung bekommen von 93 auf der 100er-Skala. 93! Und drunter in den Kommentaren bei der GameStar nur positive Kommentare, nur Zustimmung. Sei echt ein Meilenstein, das Spiel hätte, wäre vollkommen verdient. Niemand hat rumgekrittelt. Das passiert echt selten, weil ja normalerweise gerade bei der GameStar die Kommentarspalten randvoll sind mit Leuten, die sich über alles Mögliche sehr, sehr gerne aufregen, einfach nur. Wo sind unsere Aluminiumprofile? Da vorne sind sie. Einmal voll damit, bitte, und einmal rauf und hierhin, nach Manola. Boah, wie hübsch die Insel aussieht. Die sieht echt super, super hübsch aus. Setz das Ding in Bewegung. Ja, mach das bitte. Noch ein Schiff? Ja, das können wir auch einmal hier rüber von der Hesperos. Und dann bitte nochmal nach Träumchen. Nach Perlenpuff. Hier vorne hin. Setz die Segel. So. Jetzt können wir auch schon mal den Platz setzen. Für das Postamt. Öffentliche Dienste. Da ist der Postdienst. Gibt es in klein und in groß, in Postamt und in Briefkasten. Wir setzen mal ein Postamt mit einem großen Radius in die Mitte hin. Das könnte passen. Ja, aber irgendwie auch so ein bisschen verschenkt. Hier, hier hin.
Hier vorne hin. Straße bitte. Obwohl die Verbreitung nicht über die Straße läuft. Und jetzt setzen wir entsprechend hier die ein bisschen um. Es gibt ja dieses neue Verschieben-Tool hier. Das war Versetzen. Als Multifunktionstool konnte man mit irgendwelchen Tastaturkommandos jetzt arbeiten. Ne? Wir gucken mal, wie das funktioniert. Einmal Versetzen, einmal Linksklick. Ja, das ist ausgegraut. Einmal rüber versetzen bitte. Haben wir nur Blaupause. Blaupause wird zerstört, ist mir völlig egal. Einmal hier hin. Die hier lassen wir weg. Straßen wurden vernichtet, das ist ja schnuppegal. Das ist das Postamt. Die hier links nehmen wir noch mit. Mit Shift-Taste gedrückt halten, einmal rüber bitte. Einmal hier vorne hin. Ja, dann klauen wir das hier vorne noch. Einmal hier hin. Rest ist quasi fast alles im Postamt drin. Die ziehen wir hier noch hoch. Straßen können wir wegmachen, können wir lassen. Ich sorge mal dafür, dass es hübsch aussieht, ja? Wir machen Folgendes. Wir ziehen die Straße hier durch, machen die wieder weg und pflanzen den Regenwald neu. Damit alles schön hübsch aussieht, damit wir das Gefühl haben, dass wir die Insel hier nicht nur, dass es nicht nur ein Computerspiel ist, wo man irgendwas aufzieht, sondern dass es wirklich wie so eine echte, lebensechte Siedlung hier auch aussieht. Fehlt nur ein Stückchen Straße. Jetzt pflanzen wir die Regenwälder wieder neu. Verschönerungsmenü. Urwaldbäume. Urwaldbäume ziehen wir hier so ein bisschen auf bis an den Rand. Dann setzen wir Palmen eher in Strandnähe hin. Kokosplantagen, oh, das ist ja aber auch hübsch. Kriegen wir hier ein paar untergebracht? Ein bisschen Kokos, ja. Passt da auch sehr gut hier. Kampfer, Zitrusfrüchte. Verteilen wir ein paar hier vorne. Ein paar Zitrusbäumchen an den Rand hier der Stadt. Malen die hier rein. Ja. Jetzt sollte das Schiff angekommen sein. Das Luftschiff mit den Aluminiumprofilen für das Postamt. Und bauen das aus hier. Denn da ist es. Und jetzt müssen wir noch, damit das auch klappt, eine Postverbindung haben, also eine lokale Post generiert. Und die lokale Post müssen wir dann mit dem Luftschiff hinbringen zu einer anderen Insel, dann wird es regionale Post. Dann bringen wir die Insel in eine andere Region, dann wird das überregionale Post, die vor Ort hinkommt und umgekehrt. Ne? Erstmal erzeugen wir lokale Post. Wir gehen rein bei den Lebensqualitätsbedürfnissen.
Standardmäßig ist alles deaktiviert und knipsen bei der Kommunikation die lokale Post einmal an. Für die Journaleros. Das sorgt dann für extra Versorgung. Das heißt, es können in dem Gebäude mehr Menschen leben, weil sie die lokale Post empfangen, als sonst. Und diese neuen Bürger, die zusätzlich entstehen, verbrauchen keine extra Waren halt. Ja? Wir können auch schon mal ein Luftschiff gleich einsetzen, das von einer Insel zur nächsten hin und her fliegt. Ich hätte das gerne noch ein bisschen größer hier. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Alles hier innerhalb des Postamtes. Holz ist da. Das bauen wir auch aus hier. Langsam wird eine Kirche benötigt. Für die Zufriedenheit. Wir brauchen 300 Jaleros, die haben wir gleich. Eine Kapelle. Bauen wir jetzt ebenfalls. Und setzen die hin. Na, die ist ja ganz klitzeklein. Die können wir überall hinsetzen. Hier in Rand zum Beispiel. Da wird sie hinpassen. Feuerwehren und Co. brauchen wir gleich auch noch. Eine setzen wir hier hin. Dann bauen wir bitte die erste Feuerwehr. Die wird auch benötigt. Ja, ich baue... Leute, ja, ich weiß, ihr erkennt mich nicht wieder. Aber ich baue freiwillig jetzt eine Feuerwehr hier hin. Ohne Not. Ich erkenne mich wirklich nicht wieder. Mir gruselt es fast schon vor mir selber hier. Eine Feuerwehr hier hin. Ein Hospital. Ja, ich weiß, es ist absurd. Ein Hospital ist, das ist ein Gebäude, das kann man, wenn hier die Stadt weiter entsteht, wo ich hier so einen Rand hinsetzen, da wird ganz viel mit versorgt hier. Hier ein Hospital, bitte. Wir könnten auch eine Polizeiwache hinstellen, wobei ich mich frage, warum sollten unsere Leute unzufrieden werden? Nee, das geht auch so. Polizei ist überflüssig. Das wird schon klappen. Das wird schon so funktionieren. Und Handelskammern, Rathäuser, da bräuchte man Artefakte für. Wir könnten ein Rathaus schon mal irgendwo hinsetzen. Und dann nachher coole Artefakte dafür suchen. Könnte man da hinsetzen, wo die Feuerwache steht. Das einmal rauf. Das hier oben hin, bitte. Einmal die Straße hier. Hier können wir nachher noch einen Park reinsetzen, wenn wir das möchten. Und platzieren ein Rathaus. Hier hin. Ja, passt gut. Großer Radius. Das ist die das Postamt. Ich glaube eher da, wo die Kapelle ist, dahin. Hier hin. Rathaus hier vorne. Das sieht vernünftig aus. Das kann man machen. Hier ein Rathaus hin. Nachher suchen wir noch coole Items. Bislang haben wir keines. Wir finden aber sicher irgendwas. Noch ein paar Häuschen mehr, bitte. Carreteras. Wenn ich dran bin, sage ich nein, danke zu Eine Straße hier. Die können wir nachher über Parks hinlegen oder irgendwelche Dienstleistungsgebäude noch setzen. Ja, klappt doch.
Irgendwo hat es gebrannt. Da kümmern wir uns mal ganz kurz drum. Du trittst einem erlesenen Zirkel bei. Ja, furchtbar. Hier ist was in die Luft gegangen. In unserer Hauptstadt, um Himmels Willen. Wir brauchen unbedingt die Feuerwehren. Die sind sicher auch schon im Einsatz. Wo ist die nächste? Knips mal irgendeiner ein und die Freiwilligen. Wir haben das Komfort-Feature noch nicht genutzt. Gibt es weitere Lebensqualitätswaren mittlerweile in der Stadt? Mehl. Als Lebensqualitätsware, interessant. Das machen wir dann gleich nachher. Wo ist denn irgendeine Feuerwehr? Eine muss man anklicken und dann kann man bei allen hiervon ist einer, die mobilisieren. Dann gehen hier überall los und helfen hier. So, zurück nach Manola. Sind die Schiffe leer? Ja, Schmauche ist leer. Hier unten bitte wieder hin und noch weitere Baumaterialien abholen. Ein Schiff ist da, die Närrisch. Und lädt ein. Noch mehr Baumaterialien. Haufenweise Holz. Ein Schiff randvoll mit Holz, bitte hier oben hin. Nach Manola. Die Menschen lassen sie hochleben. Also meiner bescheidenen Meinung nach absolut zurecht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde eigentlich schon zurecht. Neutralen Auftrieb erreicht. Raus mit dem Holz. Schiff kann auch zurückfliegen. So. Hier oben bauen wir noch aus. Auf die beiden verzichten wir erstmal. Alles vom Postamt abgedeckt. Sehr schön. Ja. Und jetzt schauen wir, dass wir irgendwie so ein Kleinstschiff nehmen. Nee, wir brauchen ein Luftschiff. Ein Luftschiff, das Luftpost hin und her bringt für... Ach, das ist, machen wir alles nachher. Was ist an Waren da? Ja, die Waren werden noch nicht hergestellt. Die sind nur hier hingebracht worden. Gebackene Bananen und Ponchos, die können wir problemlos auch hier herstellen. Kapelle ist gebaut, Rum ist auch da, aber nicht mehr lange. Sollten wir alle jetzt auch mal bauen hier. Damit das erstmal noch ein bisschen schicker hier aussieht, pflanzen wir noch ein paar, erstmal nur ein paar Bäumchen hier hin. Ein paar Zitrusfrüchte hier. Ein Zitrusfrüchtewald kommt hier hin. So. Wir beginnen noch mit ein paar anderen Sachen und zwar wie war das nochmal mit den Plumpsklos? Nee, wie heißen die ja nochmal im Grundspiel? Das neue Feature. Nicht die Post, sondern konnte man... Nee, Moment. Ich verwechsel das mit dem Szenario. Da gibt es ja die Möglichkeit, Dünger einzusammeln durch Plumpsklos, die man so setzt wie woanders die Postämter. Die Briefkästen. Aber das gibt's hier nicht, ne? Gott, ich komme alles... Jetzt dürft ihr mich mal spoilern. Ich verwechsel gerade Szenario und Rest, ne? Oh, wir müssen hier auch eine Hacienda gleich noch bauen. Dafür brauchen wir erstmal Obreros. Dann brauchen wir irgendwo im Hinterland noch eine coole Hacienda hin, Leute. Dünger. Ja, Dünger war das Wort. Vielen Dank. Dünger gibt's hier nicht. Alles klar. Spoiler Ende. Das war's. Danke. Dann setzen wir hier einfach nur ein paar Palmen noch überall hin. Auge spielt da bekanntlich mit. So. Straßen hier brauchen wir nicht zwingend. Die machen wir auch mal weg. Was gibt es in Sachen Parkanlagen? Sollen wir schon einfach mal einen ersten Park hinsetzen? Hier vorne. Da, wo die schönen Zitrusfrüchte gerade standen.
Weinfässer hier vorne. Oder so ein Baby. Oder hier so ein paar Babygärten hier hin. Hier vorne. Endlich haben die mal die Ornamente. Der Hildegarten? Was ist denn das? Boah, ist das hübsch. Aber das passt nicht in die neue Welt, befürchte ich. Kürbiswettbewerb. Das passt hier nie und nimmer rein. Lagerfeuer? Ja, dann haben die Feuerwehren was zu tun. Finde ich total klasse. Wir setzen ein Lagerfeuer hier mitten in die Stadt, damit die Feuerwehren auch was zu tun. Direkt gegenüber der Feuerwehr. Als Provokation. Damit die Feuerwehr sich verarscht fühlt. Direkt hierhin. Neben die Feuerwehr. So als ultimative Herausforderung. Die starren die ganze Zeit auf die Flammen und zittern und bibbern, dass nichts passiert. Sehr gute Idee. Ja, das ist, hat ein bisschen was von Sadismus, aber willkommen bei WB. Eine Statue irgendwo hingesetzt. Die Zahnräder der Ära, die passen gar nicht. Tribut an die Taucherglocke. Geht auch. Ein kleines Denkmal auf die andere Seite. Hier vorne hin. Dazwischen noch einen kleinen Garten. Ein Gedenkgarten. Das wäre irgendwie doppelt gemoppelt. Ein Springbrunnen neben das Lagerfeuer, das geht nicht. Dann ist der Reiz des Lagerfeuers komplett weg. Dann ist ja Doppellöschung möglich. Also Brunnen, wir kommen ja da nicht hin. Sowas geht gar nicht hier. Ein paar Verkaufsstände. Am Markt noch ein paar Verkaufsstände auf die gegenüberliegende Seite. Ein Zeitungsstand, ja. Ein Apfelweinstand, ein großer Weinstand, ein kleiner Weinstand. Passt ein Weinstand hier hin? Passt hier ein Weinstand? Was meint ihr? Passt ein Weinstand in diese Welt? Ich glaube ja. Mit ein bisschen Platz davor kann man machen. Die Zeitungen kommen woanders hin. Ach, Zeitung. Ich glaube, die Leute leben so einen Tag hinein. Es sind ja auch schon Aleros. Vielleicht hier vorne an die Kirche. Dann regt der Pfarrer sich auf. Da werden dann antiklerikale Hetzblätter werden hier verkauft. Das bringt den Pfarrer zur Weißglut, sage ich euch. Dann hier noch ein paar Bäumchen hin. Eine Palme, zwei Palmen. Und dann noch ein Dekoweg hier runter. So. Noch ein paar Palmen mehr, bitte. So. Wunderbar. Das sieht doch schon mal was aus. Hier so einen kleinen Garten. Philodendrons, farnblühende Staudenbüsche. Kleine Palmen, andere Palmen. Wir machen mal einen kleinen Garten hier hin. So, so hat es geklappt. Hier vorne das bitte auch nochmal. Zwei kleinere Palmen vorne hin. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Hier vorne setzen wir noch ein bisschen von dem Wald hin, von den Zitrus. So. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, wunderbar. Sehr gut. Wir könnten sogar ein paar Steine raushauen, damit das Ganze so ein bisschen was hermacht. Ein bisschen Steine, hier ein bisschen Steine. Die Top-Gebäude, Kapelle und Marktplatz mit Steinen umsäumt. Und rüber zur Kirche auch. Das reicht aber. Okay, einverstanden? Ich denke ja. So sieht es in hübsch eigentlich schon ganz gut aus. Hier fehlt noch was, hier müssen wir einmal kurz pflastern.
ein Pflaster, zwei Pflaster. Hier pflastern wir auch. Pflastern wir einmal runter. Ja. Ja, wunderbar. Gucken wir uns auch gleich mal aus der Nähe an. Aber zuerst Check der Versorgungsgüter. Wir haben jetzt einen wunderschönen Garten hingesetzt. Ach komm, wir gucken uns den Garten mal an. Das ist die Insel Manola. Wir waren in Manola. Wir waren noch kein einziges Mal zu Fuß hier unterwegs. Mit höchster Eisenbahn. Ach, ist das hübsch. Schluck. Hier sind wir angekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, hier wahlweise Urlaub zu machen oder hier zu leben. Wenn ich hier leben würde, hätte ich allerdings, glaube ich, in diesem Jahr auch kein Internet. Dann müsste ich die Luftschiffe benutzen, um euch meine Geschichten, die ich zuvor auf Briefe oder ich würde kleine Bücher drücken lassen, würde die euch per Luftpost rüberschicken in die alte Welt. Und da würdet ihr die bekommen, als Abonnenten oder als Follower per Luftschiff. Da würde ich euch dann beschreiben, wie ich hier im Sand Sandburgen baue. Und irgendwie so per Raster mit einem Stock in den Sand am Sandstrand hinein das Raster einer großen Stadt entwerfe und was ich für Fantasien dabei habe. So wäre das dann. Vorsicht, junger Mann, rennen Sie mich nicht über den Haufen. Ja, und das ist unsere kleine erste Siedlung hier, Leute. Und sie sieht gut aus, finde ich. Sehr hübsch. Wir gehen jetzt mal quer durch den Garten hier. Vorne ist die Kapelle. Ja, und die Leute gehen sogar über unsere Wege. So mag ich es. Die gehen ja sonst immer gerne neben den Pfaden. Sehr schön. Da vorne ist der Markt. Wir wären dann soweit. Weg mit der Zeitung. Ich habe Zeitungsmann. Ich habe auch nichts Besseres zu... Oh, da hinten ist ein Wasserfall. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Das ist die Feuerwehr. Direkt gegenüber der Feuerwehr, das Lagerfeuer hier. Mich wundert, dass Chucky nicht hier ist. Also ein Lagerfeuer gegenüber der Feuerwehr. Ich würde sagen, das eigentlich normalerweise sagen, das wäre ein Hotspot für Chuckys. Stammzuschauer wissen, was ich meine. Das Böse in dieser Anno-Welt. Ich wüsste gerne, ob die nervös sind hier. Lassen sich nichts anmerken. Feuerwehr, oder vielleicht reden die ganze Zeit über das Lagerfeuer hier. Oder sie sind froh, dass das Lagerfeuer auf der anderen Seite ist, denn wenn man dann löschen muss, dann geht's schnell. Vielleicht war das sogar eine behördliche Bauvorschrift, dass das Lagerfeuer nur direkt neben der Feuerwache gebaut werden darf. Boah, was wir noch alles an Wasserfällen hier beobachten dürfen demnächst, da im Hintergrund zu sehen. Sehr schön. Feuer, Lob von der Feuerwehr, Brunnen in der Mitte. Kann nichts anbrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes hier.